Schönen guten Tag, Christian Müller-Herge, mein Name. Ich grüße Sie. Heute möchte ich Ihnen einen Lichtblick vorstellen. Ein Lichtblick, so ist die Idee, ist was Positives, was Konstruktives, etwas, was so eine Möglichkeit aufzeigt, etwas Schönes oder Weiterführendes im Arbeitsfeld der Gerontopsychiatrie zu bewirken. Es geht heute um ein eher niedrigschwelliges Angebot oder vielleicht auch Tagespflegeangebot. Es ist so eine Mixtur von beiden. Und zwar um die Meeting Centers, die in den Niederlanden eingerichtet wurden. Das erste Mal war das in Amsterdam, das fing schon so vor 25 Jahren an. Und die Idee war, dass Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen an einen Ort kommen, dreimal in der Woche, ist das Angebot da. Und dort ist so eine Art Social Club. Man macht Unternehmungen, hat auch Spaß miteinander, aber was immer auch dabei ist, man redet über sich, also über sich als Paar. Wie geht's zu Hause? Wie kommen wir miteinander klar? Wie erlebe ich mich und die häusliche Situation? Was könnte ich daran ändern? Und das machen die Angehörigen in der einen Gruppe, Menschen mit Demenz in der anderen Gruppe. Und anschließend kommen die zusammen und überlegen, was sie sich denn für die nächste Woche vornehmen, also haben eine Zielperspektive. Und in diesem Club, diesem Center, da arbeiten Sozialarbeiter, Psychologen, Pflegende, aber auch Freiwillige, und begleiten das. Und das hat also in den Niederlanden ziemlich gut eingeschlagen. Also das gibt es inzwischen in fast allen niederländischen Regionen. Das hat sich sehr bewährt. Und es ist ein bisschen ein anderes Modell als die Alzheimer-Cafés, die man ja so kennt, ne? Weil es geht dort eben wirklich auch darum, über sich und die familiäre Situation zu reden. Und das in einem begleiteten und umschriebenen Format. Das hat man jetzt in andere europäische Länder übertragen. Und es ist ja so, dass das nicht immer so einfach ist. Also Interventionen, die in einem Land klappen, müssen woanders noch lange nicht laufen, weil die Rahmenbedingungen andere sind, die Finanzierungen. Aber die Menschen haben auch andere Traditionen. Also in den Niederlanden sind viele alte Menschen in Stichtings organisiert, also in alten Stiftungen, was zum Beispiel in England, Polen oder Italien in diesem Umfang nicht der Fall ist. Aber das hat gut geklappt. Also man hat an unterschiedlichen Orten in diesen Ländern, also multizentrisch, multinational, hat man diese Meeting Centers eingerichtet, hat 150 Personen befragt, wie die das denn jetzt so erlebt haben. Und das Ergebnis war, dass es im Vergleich zur Ausgangssituation sehr viel höhere Werte gibt für Selbstachtung, für positive Emotionen und für das Gefühl der Zugehörigkeit. Also man fühlt sich dieser Gruppe zugehörig. Man hat das Gefühl, ich lebe damit nicht alleine, sondern ich habe ein Gremium, einen Rahmen, in dem ich eigentlich meine Situation regelmäßig mit anderen, die ähnlich betroffen sind, bereden kann. Ja. Und spannend nochmal an dieser Studie ist, je kontinuierlicher die Menschen teilnehmen, also je kontinuierlicher und je häufiger, desto ausgeprägter waren diese positiven Effekte. Also ein echter Lichtblick, eine richtig klasse Sache. Das Ganze kontrastiert jetzt recht deutlich mit einer anderen Studie. Da hat man versucht, durch einen intensiven therapeutischen Input, auch familientherapeutisch, mit beiden Partnern zu reden, also einmal mit der Angehörigen, einmal mit der Person mit Demenz und dann auch mit beiden zusammen, und zwar auch mit der Idee, den Kommunikationsstil zu verändern. Und das ist ja so, bei älteren Paaren, dass sich so manche Eigenheiten im Umgang miteinander auch im Alter verschärfen, schwieriger werden können und eine gewisse Eskalationstendenz auch mit sich bringen. Man hat sich schon immer über bestimmte Dinge beim Partner aufgeregt und jetzt wird er noch dement und dann geht es so richtig los. Ja, und deswegen war so die Idee, dass die so daran arbeiten, Stück für Stück die Art, wie sie miteinander leben, ein bisschen zu verändern. Und zwar haben die dann gesagt, die Gespräche mit dem Therapeuten waren sehr aufschlussreich und haben mir auch geholfen, aber in der Paardynamik hat sich leider nichts verändert oder nur marginal. Also die Menschen mit Demenz konnten sich gar nicht verändern und die Angehörigen auch nicht. Also auch die berichteten, sie seien so in ihren Strukturen derart verhaftet, dass sie da nicht rausgekommen sind. Und jetzt kann man sich ja fragen, wieso hat das eine geklappt und das andere nicht?
Meine persönliche Deutung, ist aber jetzt nur meine Deutung, ist, dass wahrscheinlich der Kontext entscheidend ist. Also hier ist das Paar allein mit dem Therapeuten und bei dem anderen, da gehe ich in eine Gruppe. Ja, da erzähle ich anderen Betroffenen, wie es mir zu Hause geht. Da setze ich mir Ziele. Da habe ich aber auch vielfältige soziale Aktivitäten, in die ich eingebunden bin. Und eine Woche später, ja, da habe ich ja wieder meine Gruppe und da erzähle ich ja wieder darüber. Also da gibt es so einen gewissen sanften Druck oder Anreiz, ja, da doch mal hinzuschauen und an meiner Beziehung oder auch an meinen Reaktionsmustern ein bisschen zu arbeiten. Jedenfalls ist das meine Deutung. Dass so dieser gemeinschaftliche Kontext dazu führt, dass man doch eher eine Chance hat, sein Verhalten zu verändern. Ja, beide Studien können Sie nachlesen unter Lichtblicke. Wir packen sie wieder auf unsere Website, sodass Sie dort sich das nochmal genau angucken können und unter Umständen auch die Studien runterladen können, falls Sie das interessiert. Gerade für Mitarbeiter in niedrigschwelligen Diensten oder auch in der Tagespflege könnte das nochmal eine interessante Anregung sein, zu überlegen, wie Sie so Ihre Arbeit vielleicht in so eine Richtung lenken können. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ihr Christian Müller-Herge.